bitte fahren Sie weiter. Sie können hier nicht stehen bleiben. Wetten das? Ja, aber Monsieur, das geht nicht. Da wollen doch auch noch andere durch. Das geht doch nicht. Ich kann alles, ich bin der Größte. Wollen Sie irgendwas trinken oder erwarten Sie einen? Ein Säftlein aus Orange. Oder ich nehme was ganz Perverses. Ein Viertel Erdbeere. Ich suche einen alten Freund. Das heißt, es ist sein Bruder, der ihn wiedersehen möchte. Alfred. Alfred was? Ist das der Vor- oder Nachname? Ich kenne da mehr. Er hat einen Spitznamen. Der Chemiker. Freddy der Chemiker. Der, den Sie suchen, der kommt schon eine ganze Weile nicht mehr. Sonst wäre Ihnen schon aufgefallen. Er liegt normalerweise immer vor der Tür. Die Kunden treten sich auf ihm die Füße ab. Sie können seinen Platz annehmen, wenn Sie wollen. Meine Schuhsohlen würde ich gern auf deiner Fresse polieren. Mach's doch, wenn's für deine Schuhsohlen gut ist. Wenn ihr euch unbedingt prügeln müsst, dann macht das doch draußen. Wäre ich einverstanden, aber du wirst dich erkälten. Vielleicht legst du was um, eine Stola oder eine wärmende Tapete, sonst wird's bruchig kalt. Ich gehe hinter dir her. Aber nicht zu nah, kein Flirt. Nach dir, Ladies first. Bist du ein Freier? Aber nein, nachher gewöhne ich mir das Naschen an. Schön relaxen, Poppy. Du Sau, du Miese, du. Wünsche einem freundlichen guten Abend. Ich habe keine Zeit und wollte ein Häppchen knabbern. Lässt sich das einrichten? Ich heiße George. Es freut mich für dich, George. Aber davon werde ich nicht satt. Dann mach mir mal eine Wurst mit Pommes frites, mein schöner George. Haben wir ein bisschen Salz? Ah, da steht er ja, der liebe Salz. Oh, la, 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 la. Lass du mich alle am Sender, du blödes Schwein. Tut mir schrecklich leid, das ist unabsichtlich passiert. Ich bin ja ein kleiner Tollpatsch. Hast du noch Platz da drüben? Die Pfütze hier geht auf meine Rechnung, George, ja? Jetzt nehmen wir mal was Frisches. Danke, mir reicht's. Bleib ganz ruhig, Jungs. War doch alles Absicht. Ich darf mich mal vorstellen, Jordan. Kommissar Jordan, ihr seid die weltberühmten Brüder Tourien, 1 und 2. Anerkannte Messerartisten, Liebhaber frischer, ungefeilter Nutten. Sag, Schweinebacke, ich hab gehört, ihr wollt mich frisch machen, ihr Schnuckels. Gut, ich bin einverstanden. Hau ich dir zuerst den Arsch voll. Das sind Wichser, hm? Was ist nur, George? Mein Essen fertig?